Hallöchen, Freunde, und herzlich willkommen zurück zu Space Engineers. So, wir sind offensichtlich, sind wir noch im Weltraum. Das ist ja schon mal gut. Dann heißt das, wir können hier noch ein bisschen bestimmt weitermachen, glaube ich. Oder bleibt das hier beim Glauben? Nee, da kann man noch. Da geht's auch weiter, okay. Da brauchen wir jetzt erstmal ein paar Stahlplatten. Waren wir das letzte Mal auf der Erde? Oder Sekunde. Jetzt ja. Okay, wir haben Material geholt. Das ist doch schon mal ganz gut, würde ich sagen. Dann, warte, wo machen wir weiter? Hier haben wir alles. Dann geht es hier oben wirklich weiter. Schön. Jo, schwere Panzerung und Farbe und ab geht der Peter. Ja, Aufnahme war wieder kurz vor knapp, nicht wahr? So, warte mal ganz kurz. 1, 2, frei und Dingsbums. 1, 2 und dann kommt Dingsbums. Hier, dieser, jener, welcher hier. Dann wieder mit 2er Abstände, ne? Ja, ja. 2er Abstände und dann schaut das alles einheitlich aus. Top! Ja, Aufnahme mal wieder kurz vor knapp. Warte, ich kann das auch anders machen. Pass auf. Ich setze jetzt hier erstmal durchgehend hin und dann lassen wir da oben. Das ist, glaube ich, besser okay. Die Folge muss quasi morgen raus. Ist es schon spät am Abend. Das heißt, der Rechner wird die ganze Nacht wieder durchrendern. Morgen, wenn ich dann zur Arbeit gehe, würde ich den ganzen Tag hochladen, damit auch morgen hoffentlich pünktlich die Folge rauskommt. Ja, ja, der Stress. Ich war heute wirklich ganz kurz am Überlegen, ob ich einfach eine Pause einlege. Weil ich sage, hier Leute, sorry, aber ich krieg's einfach nicht hin. Ich muss eine Pause einlegen. Für, ja, das ist ja die Sache, ne, unbestimmte Zeit. 2 frei. Oh. Weil ich nämlich nicht mit hundertprozentiger Sicherheit sagen kann, wann hier das alles sich mal ein bisschen entspannt. Ich meine, der ein oder andere, der hat jetzt am vergangenen Samstag auf den Stream gewartet. Diejenigen, die auf Twitch noch mitgucken, habe ich natürlich auch nicht geschafft. Und die nächsten 3 Wochenenden bin ich auch wieder komplett verplant. Das heißt, in den nächsten 3 Wochen wird leider Gottes auch kein einziger Stream stattfinden. Ja, ja. Leider. Das heißt, erst in einem Monat, also quasi Anfang April, kann ich frühestens einen Stream starten. Und dann wollten wir ja sowieso erstmal hier ein bisschen das Label vom Kanal anpassen und so weiter. Weiß nicht. Freunde. Nee, das lasse ich einfach mal so. So, jetzt kann ich hier voll durchziehen, ne? Ach nee. Doch, kann ich. Ich sage jetzt einfach mal, ich kann das. Ja, und deshalb war ich auch schon wieder kurz am Überlegen, so von wegen, ja, fängst du halt dann doch mit dem neuen Projekt an oder nicht? Also da bin ich momentan so extrem sprunghaft. Dann habe ich mir ja auch einen neuen Laser noch geholt, ne? Also war eigentlich voll problemlos, das Zeug zurückzuschicken. Habe die Kohle dann auch wieder als Amazon-Gutschrift bekommen, ne? Und habe mir dann für dasselbe Geld einen anderen geholt, einen von Atom-Stack. Und ja, ich weiß nicht, mit dem bin ich jetzt nicht so zufrieden, ne? Er hat einen, im Vergleich zum Ortur-Laser, einen relativ groben Laserpunkt. Aber natürlich, wenn du das als Allgemeinding siehst, ist er natürlich wieder, naja, schon klein. Deshalb bin ich jetzt schon wieder so ein bisschen mit mir selber am Hadern gewesen, ob ich das Ding wieder zurückschicke oder nicht. So, warte mal, jetzt machen wir einfach so. Ach, warte, von der anderen Seite ist, glaube ich, dann ein bisschen geschickter auch. Ja, jetzt werden die Stimmen wahrscheinlich wieder lauter nach einem Schweißschiff. Nö. Ist nicht mein Spielstil.
Allgemein so, gibt ja auch viele Leute, die sagen, boah, die Art zu spielen, die gefällt mir nicht. Naja, ist okay. Muss nicht jedem gefallen. Gefällt auch nicht jedem. Und ich habe auch gar keinen Anspruch, dass ich jedem gefallen möchte. Kann man sowieso nicht. Ne? Wenn man es mal real betrachtet, du kannst es eh keinem Menschen recht machen, von daher, wieso sollte ich dann auf Wunsch eines Einzelnen irgendwas ändern? Nö, nö. Ist auch nicht mein Lebensstil. Kennen ja viele, die zugucken, kennen das ja. Mit meinem Lebensstil. Den ändere ich nicht. Den mache ich so, wie es mir gefällt. Und warum? Weiß? Meins es. Und so ist das halt auch mit dem Spielstil, ne? Warum spiele ich so? Weil es ich bin. Ja. Von daher, alles gut. Ich bin auch kein Böse. Wieso sollte ich auch? Ja, ja. Und außerdem kann ich dann nicht so viel Zeit verwursteln. Stell mal vor, ich hätte jetzt hier ein Schweißschiff, würde sowieso weniger reden, weil voll konzentriert. Und hätte dann jetzt heute nur 2 Folgen aufgenommen oder was. Weil wir dann durch wären und wieder runter müssten und neue Materialien holen und so weiter. Wäre nicht in meinen Anliegen. Ich gucke schon, dass ich 3-4 Folgen heute mindestens hinbekomme. Damit ich dann natürlich auch ein bisschen Vorrat habe. Damit, wenn die Tage jetzt dann noch kürzer werden, ich zumindest ein bisschen was in der Vorproduktion schon habe. Weil das ein oder andere Wochenende bin ich gar nicht hier in der Gegend. Dass ich sagen könnte, okay, beispielsweise, ach was weiß ich, Schwiegermuttern oder was kommt zu Besuch, ne? Dann, wenn die Mädels hier, keine Ahnung, ins Thermalbad, was weiß ich, was die da so alles machen, ne? Wenn die das machen, dann kann ich eine Runde aufnehmen oder so. Nee, nee, funktioniert nicht. Das geht leider nicht. So. Drum, Vorproduktion. Ich meine, wenn ich das mal vergleiche, ne? Früher hatte ich für gut 2 Monate Folgen produziert. Für mehrere Projekte. Da kam ja pro Tag, kam ja Minecraft als sogenanntes Nebenprojekt und dann noch ein Hauptprojekt mit dazu. Und das waren ja bis zu 3 oder 4 verschiedene Hauptprojekte, die in der Woche liefen. Da kam, keine Ahnung, 2-mal in der Woche kam dann, jetzt nur mal Beispiele, ne? World of Warcraft, dann kam 2-mal in der Woche Battlefield, 2-mal in der Woche WoW und 1-mal in der Woche kam dann noch Satisfactory. Und neben hier, also die ging dann, lasst mich lügen. Eine halbe Stunde, 20 Minuten, ich weiß es nicht mehr. Und Minecraft ging dann 15 bis 20 Minuten. So oder so ähnlich war das damals. Und da habe ich für 2 Monate halt vorproduziert, in einer relativ kurzen Zeit. Uiuiui. In einer relativ kurzen Zeit. Also da habe ich schon ordentlich reingeknechtet. Man muss auch dazu sagen, ne, damals noch alleine gewesen, da hat es auch keinen gejuckt, wenn ich das hier von der Arbeit nach Hause kam, ne, und dann erstmal essen, duschen und dann 4-5 Stunden aufnehmen. Da würden heutzutage Stimmen aus Mordor laut werden, ne? Und die Neuen würden Minas Morgul verlassen und würden mich suchen und würden mich dann an den Ohrwascheln sonst wohin ziehen. Ja, lässt du dir auch irgendwann mal gefallen? Moment. Was ist das hier? Warum ist das hier? Das soll doch gar nicht so. Habe ich da schon wieder gepennt, Freunde? Bin mal kurz eingeschlafen hier so. Eigentlich wollte ich ja gestern noch ein bisschen aufgenommen haben. Aber ich war gestern wieder so fertig mit dem Leben, dass ich mir gesagt habe, okay, wenn ich jetzt aufnehme, dann hast du wieder dasselbe wie in Satisfactory. Dann pennst du einfach mal komplett weg, erzählst wieder sonst irgendeinen Mumpitz und die Leute lachen sich wieder schlapp. Oder der ein oder andere denkt sich dann vielleicht auch, oh, hat aber einer hier die Betriebsanleitung nicht ordentlich gelesen. Da steht nämlich klipp und klar drinne, spielen Sie nicht, wenn Sie müde sind. Warum auch immer. Wobei müde... müde ja auch ein extrem dehnbarer Begriff ist. Ne? Der eine, der fühlt sich körperlich halt so ein bisschen schlapp und so weiter, da ist er gleich müde. Der eine fühlt sich geistig schlapp, da ist er gleich müde.
Der eine, der ist wirklich müde und fühlt sich auf einmal müde. Gibt's ja alles. Wobei es sehr viele Indikatoren gibt für Müdigkeit. Aber das Thema kommt mir so bekannt vor. Hatten wir das schon? Weiß ich jetzt nicht. Achso, da hatte irgendeiner hatte jetzt auch in einem Kommentar geschrieben gehabt. Fake-Bericht mit Paralleluniversen und so weiter. Prinzipiell, das war von... Ach Gott, ich habe danach nämlich dann extra nochmal gegoogelt, ob ich da wirklich irgendwie mich so verlesen hatte. Aber es ist quasi nur die von Hawkins dargelegte Theorie der multiplen Universen, die man momentan versucht zu bestätigen mit verschiedenen Experimenten, weil 2000, was weiß ich, in der Antarktis wohl ein Phänomen entdeckt wurde, das wohl anders so nicht zu erklären war. Ich glaube, da ging es um heiße Teilchen oder sowas. Ich weiß nicht mehr. Ich war heute, wie gesagt, nicht besonders aufnahmefähig. Von daher weiß ich das nicht mehr genau. Aber ich werde es natürlich irgendwann mal wieder googeln. Genauso wie der ein oder andere hat es im Livestream mitbekommen, hier mit der Gehirnkontrolle oder der geistigen Kontrolle über Menschen und diesem Versuch mit dem mit den Menschen, die dann im Endeffekt was überfallen haben, habe ich jetzt so lange rumgegoogelt und gesucht und getan, bis ich es gefunden habe. Muss man halt immer hier über verschiedene Suchbegriffe oder was einem noch mit dazu einfällt, muss man halt dann immer so ein bisschen rumrätseln. Also, aber ich habe es gefunden, und zwar der nette Mensch heißt Darren Brown. Sagt jetzt bestimmt dem einen oder anderen was, ne? Und das Experiment, das ich meine, nennt sich einfach nur The Haste. Und das war halt mega interessant. Und um nochmal auf das Experiment zurückzukommen, wo der eine da die Schocktherapie angeblich bekommen soll, das haben die wohl 1963 oder 64 haben sie das erste Mal getestet. Ist also auch schon ein bisschen älter, dieser Versuch. Wie gesagt, fand ich mega interessant, das Ganze. Ich weiß noch nicht, wie ich das einordnen soll. Klar, die menschliche Psyche ist definitiv auf jeden Fall beeinflussbar und auch in dem Rahmen, wie er es macht, ist die absolut beeinflussbar. Merkt man ja alleine durchs Fernsehen, wie das Fernsehen Menschen beeinflusst. Und jeder, der jetzt sagt, mich beeinflusst das Fernsehen nicht, der ist genau darauf reingefallen. Und wer Minecraft von den Alten noch kennt hier, da ist ja, mache ich ja das Fernsehen immer verantwortlich für die Verdummung und die Unselbstständigkeit der Menschen. Oh ja. Und das tue ich auch immer noch. Von daher, alles beim Alten, sagt man ja so schön, ne? Wobei der Alte dann in dem Fall ich wäre. Immer diese alten Säcke, die über die Jugend maulen. Wir sind gar nicht so schlimm. Wobei das auch wieder betrachtungsweise ist, ne? Man hat ja alte ägyptische Texte gefunden, in denen sich, was weiß ich, Pharao XY über die Jugend der heutigen Zeit beschwerte. Sie sei unselbstständig und faul. Und das vor 2000 Jahren, ne? Ist so, Freunde. So, ich muss hier ab und zu mal ein Schlückchen trinken, deshalb nicht wundern, wenn ich mal ganz kurz ruhig gelegentlich bin. Kommt selten vor, ich weiß, aber wenn ich das mal bin und dann mal hier meinen Becher ziehe, weil ich habe so einen rauen, abgeranzten Hals, da fällt das lange Sprechen schon ein bisschen schwer. Von daher immer schön fleißig hier Öl rein, also Flüssigkeit in dem Fall, ne? Dann geht das auch. Hoffe ich, dass das lange geht. Ich, wie gesagt, muss ein bisschen produzieren, ne? So, jetzt haben wir fast schon wieder 20.000 Stahlplatten verheizt. Ja, ja, im Materialverbrauch, da bin ich ganz vorne mit dabei, Freunde. So, Satisfactory war ich auch kurz am Überlegen, aber dachte ich mir, boah, nee. Wirst du wohl nicht dazukommen, da reicht die Zeit, glaube ich, auch gar nicht dafür. Deshalb, ich gucke, was ich heute hier in Space Engineers aufnehmen kann.
Das muss dann auch ein wenig vorreichen. Also wenn jetzt ein paar Tage hintereinander Space Engineers kommt, nicht wundern. Satisfactory wird auch wieder kommen. Aber ich weiß nicht, ob ich es mit dem Aufnahme hinbekomme. Ne? Entschuldigung dafür erstmal. Sorry, bliblablub. Aber es geht halt nicht. Und jeder, der bis hierher geguckt hat, der weiß dann auch schon Bescheid. So, jetzt habe ich zumindest schon mal die halbe Folge durchgelabert. Merke ich an der Zunge. Kennt ihr das, wenn ihr enorm viel redet und dann auch noch so einen trockenen, kratzigen Hals habt? Dass die Zunge quasi an den Seiten, links und rechts, auf ein bisschen auf der Unterseite so pelzig und rau wird? Weiß nicht, ob ich mit der Zunge einfach nur zu viel über die Backenzähne dann drüber schoffel oder was da Phase ist. Weil, ja, meine Zähne sind grob verteilt. Aber was heißt eigentlich nicht? Ich habe eigentlich ein relativ schönes Gebiss, bis auf meine zwei vorderen oberen Schneidezähne. Die mag ich nicht so sehr. Da hat man auch schon mal überlegt, ob man daneben, also auf diesen, naja, es sind ja nicht die Eckzähne, es sind die, weiß nicht, wie die heißen. Die sind neben den mittleren Schneidezähnen, quasi Zahn 2 links und Zahn 2 rechts oben. Die sind dadurch, dass ich auch mit meinen Zehen nachts enorm knirsche, sind die so ein bisschen nach hinten gebogen, dass die über meinen Unterkiefer, über meine Zähne im Unterkiefer hinten drüber gehen. Und da hat eine Zahnärztin mal zu mir gesagt, ich habe eigentlich echt ein schönes Gebiss, bis auf diese zwei Zähne, die so ein bisschen nach hinten gehen. Aber da könnte man ja eventuell so Aufsätze drauf machen, dass es ebenfalls, wie alle anderen Zähne, bündig liegen. Da habe ich gemeint, naja, diese zwei Hasenzähne oder Surfbretter da vorne dran, ne? Das wäre eigentlich ganz cool, wenn man die ein bisschen abfeilen würde, weil die finde ich persönlich nicht schön. Und darum lache ich, glaube ich, auch relativ wenig mit offenem Mund. Das ähnelt eher einem Grinsen, würde ich behaupten. Weil ich meine zwei Zähne einfach nicht mag. Ne? Aber so, das ist eigentlich nur menschlich. Habe ich mich am Wochenende auch mit ein paar Leuten drüber unterhalten. Ne? Da sind wir so aufs Thema gekommen. Erstmal so Frauenkörper. Ne? Keine Frau ist zufrieden mit ihrem Körper, obwohl sie, keine Ahnung, von 50 Millionen Leuten gesagt bekommt, das ist okay. Aber trotzdem, nö, das ist nicht schön. Nö. Und sie sind mal drauf gekommen, eigentlich ist das bei so gut wie jedem Menschen so. Du kannst es keinem Menschen mit seinem Körper recht machen. Weil selbst irgendwie hier diese Hardcore-Bodybuilder-Typen, ne? Bei denen ist das auch so, boah, nee, brauch mehr Muskeln, boah, nee, brauch weniger Körperfett, boah, nee, muss mehr Wasser trinken. Ne? So oder so ähnlich. Drum, viele von diesen Show-Bodybuildern, also jetzt nicht die, die wirklich auf Power aus sind, sondern die einfach nur zum Angucken in die Muckibude gehen, ne? Bei denen ist das ja so, die haben vor dem eigentlichen Wettkampf, haben die, glaube ich, eine Woche Intensivtraining zum Muskelaufpumpen und saufen da 8, 9, 10 Liter Wasser am Tag, dass der Muskel schön viel Wasser zieht. Und ungefähr ein, zwei Tage vom Wettkampf, da trinken die ein Minimum, ein absolutes Minimum unter der empfohlenen Tagesdosis, vielleicht so ein, zwei Gläser Wasser am Tag, damit sich die Haut um den Muskel dann schöner spannt. Und dann wird das alles noch mit Öl eingerieben, damit die Konturen noch ein bisschen besser zu sehen sind. Und daraus resultiert dann hier diese Bodybuilder-Show, ne? Ja, okay, manche schwitzen auch wie ein Elch, die brauchen gar kein Öl, ne? Aber der Großteil, der nimmt Öl. Hat mir hier einer mal erzählt, der auf solche Show-Dinger geht. Das war auch schon so ein Kanten, ne? Also, da hast du schon gemeint, oh, der schlägt dich aber aus dem Leben mit dem Finger. War aber vom Prinzip her gar nicht so. Der hat halt diese Impulsivenergie, ne? Also der hat gesagt, innerhalb von kürzester Zeit setzt der eine Menge Energie frei. Quasi gesagt, das sind diejenigen, die sich da 150 Kilo auf so eine Hantel packen und dann zwei Wiederholungen machen und fertig sind, ne? Viel beeindruckender finde ich persönlich da die Strongmans, ja? Das sind die richtig Power haben. Das sind die LKWs unter den Typen, ne? Bei denen hast du zwar auch, siehst du, dass die Kraft haben, ne? Weil sie einfach Oberarme haben wie du Oberschenkel, ne?
So, kleinen Moment mal kurz. Oh, mein Hals. Entschuldigung. Und die haben auch einen Ranzen vorne mit dran, ne? Aber das liegt daran, die fressen ohne Ende, wie so ein Scheunendrescher. Naja, 6000 Kilokalorien am Tag. Können wir. Wir fangen halt mal mit 24 Pfannkuchen und 12 Omelets am Morgen an. Dazu 2 Liter Hafermilch und ja. Achso, ja, ich gehe ja gleich tanken. Aber so ein Typen, ne, der rollt dir einfach mal auch ein paar Bratpfannen zusammen, hebt dein Auto dann aus der Parklücke und so weiter, ne? Also, bei denen ist es so, die machen echt viel, nicht alle, das muss man dazu sagen, ne? Das ist kein Allgemeinbild, was ich hier verbreite. Viele machen dann eben hier auf Kraftausdauer, dass die möglichst viel Kraft, also dass sie halt dein Auto möglichst lange aus der Parklücke heben können, so ungefähr, ne? Und wenn du denen dann mal zuguckst, ne? Ich weiß gar nicht mehr. Das hatte ich mal 2016, glaube ich, hatte ich das mal geguckt. So ein Strongman Cup. Also ist ja echt richtig abgefuckt, ne? Da haben die Kugeln, die wiegen mal 200 Kilo, ne? Da rennen die, das war irgendwo an einem Strand war das. Da rennen die in das Wasser bis in hüfthohes Wasser. Holen dort eine 200 Kilo Kugel und tragen die wieder an den Strand. Ne? Und setzen die dann ab. Und das machen die, ich glaube, über 3 Minuten ging dieser Contest. Machen die, glaube ich, 3 Minuten lang. Und wer da am meisten Kugeln rausgebracht hat, der hat dann Punkte gegeben. Da haben immer 2 gegeneinander gekämpft. Und das ist schon krass. Also, ich rede jetzt mal für mich, weil das kann ich am besten. Weiß ja nicht, wie ihr da draußen so drauf seid. Eine 200 Kilo Kugel würde ich, je nachdem, wie man es aufbaut, mit dem ein- oder zweifachen Flaschenzug hoch bekommen. Nicht drunter. Flaschenzug ganz leicht berechnet, ne? Jetzt kommt wieder meine Stärke, Mathematik. Ganz grob gesagt, klar, es gibt eine Formel dafür, aber du kannst ganz grob überschlagen. Du nimmst dein Ursprungsgewicht und pro Flaschenzug halbierst du dann die benötigte Kraft. Das ist so ganz grob gesagt überschlagen, was man, wie man die Kraft berechnet. Kommt natürlich auf den Flaschenzug drauf an und so weiter und so fort. Winkel, bliblablub. Aber so ganz grob. Deshalb, wenn man sagt, alles klar, du kannst den Flaschenzug so benutzen, dass du irgendwo einen fixen Punkt hast, kannst dir das Seil, keine Ahnung, um die Hüfte binden und an den Arm nehmen und kannst ihn mit den Füßen wegstemmen. 100 Kilo kriege ich locker. Also das ist kein Ding. Und wenn ihr jetzt sagt, ah, der flunkert auch 100 Kilo, bliblablub. Der nehme jetzt einfach nur mal ganz kurz folgende Rechnung. So, du nimmst dein eigenes Körpergewicht. So. Und dann guckst du mal. Du wiegst jetzt, ich gehe jetzt mal von mir aus, ne, 90 Kilo. Das bedeutet, 90 Kilo ist der Grundstoff, auf den du aufbaust. 90 Kilo kannst du mindestens wegstemmen, weil du trägst diese 90 Kilo auf einem Bein täglich durch die Gegend. Ja, und von daher sage ich, 100 Kilo kein Thema. Wenn du liegst, trägst du nämlich dein eigenes Gewicht nicht mit damit. Und dann einfach das Zeug so eingespannt. Müsst ihr euch halt so ein bisschen bildlich vorstellen, wie das komische Ding dann aussieht, wenn du da auf so einer Art Rollbrett liegst, dich von der Wand wegstemmst und dann jedes Mal das Seil so ein Stück mit nach hinten ziehst. Und so könntest du dann locker, also jetzt in meinem Fall mit den 90 Kilo, wenn du jetzt nur 50 Kilo wiegst, ne, ist das natürlich wieder eine ganz andere Rechnung. Da bräuchtest du 2 Flaschenhälse, weil die Hälfte von der Hälfte ist ein Viertel und ein Viertel von 200 macht halt 50. Nur mal so, falls ihr euch selber mal irgendwo rausholen müsst, könnt ihr mit Flaschenzügen arbeiten. Themawechsel, Freunde. Heute, es ist Montag, der, ich habe keine Ahnung, wie vierte März, paar 10., vielleicht 11., 12., nee, 11., ich weiß nicht, ist egal. Datum vergessen, war ich nicht aufnahmefähig heute Morgen, nee.
Ich hatte heute meine fucking erste Stechmücke hier drin. Ich saß da so im Wohnzimmer, habe hier schön meine Nudelsuppe gegessen, auf einmal macht das. Dachte ich mir, ne, niemals. Da ist es ein Tag mal plus 10 Grad oder was und der Mist beginnt schon wieder. Mann, ey, Balkon direkt wieder zugemacht, ne? Hier meinen hermetischen Käfig hergestellt. Und ja. Darf ich erstmal hier Fliegen, Mückentod wieder besorgen? Ich hasse diese Viecher. Die sind für nichts in dieser Welt, sind die brauchbar, außer als Vogelfutter. Und selbst die können sich anders ernähren. Ach nee, das thematisiere ich hier nicht. Das, nee. Das wäre was für ein Stream. Aber nicht für hier. Wollte jetzt nämlich mit Sprit anfangen, Freunde. Ganz böses Thema. Von daher lasse ich das einfach. So. Wir verbrauchen so viel Material. Aber ich mag das. Da merkst du wenigstens, wenn der komplette Transporter leer ist, dass du hier was geschafft hast. Ich meine, abgesehen davon, dass man die Wand sieht, die immer weiter wächst, ne? So. Ja, ich weiß, ich muss alle vier Nupsis, muss ich einmal zurück, aber pff. Ist egal. Oh, meine Nase. Jetzt beginnt auch wieder... Beginnt auch wieder hier die Pollen- und Blütenzeit. Das heißt, ich werde wahrscheinlich in der nächsten Aufnahme oder allgemein in den nächsten Aufnahmen etwas nasaler und kaputter klingen als sonst. Dann liegt das nicht daran, dass ich vielleicht krank bin, sondern dass ich Heuschnupfen habe. Und ich bin mal gespannt, wenn ich dann hier mit tränenden Augen oder roten Augen niesenderweise mit verstopfter Nase bei meinem Arzt des Vertrauens sitze und sage, ich habe da was in der Nase. Ich brauche da bitte irgendwas gegen Heuschnupfen. Weil es gibt ja dann den ein oder anderen Arzt, je nachdem wer da gerade drin sitzt, ne? Es ist heute aber gar keine Blütenpollenzeit oder es hat geregnet, sie können das gar nicht haben. Sie haben bestimmt Corona, ich schicke sie mal nach Hause. Wo ich mir dann denke, nein, du schickst mich nicht nach Hause, ich will einfach nur diese Scheißtabletten gegen Heuschnupfen und das war's. Aber da hast du ja dann relativ wenig Mitspracherecht, ne? Ja, ich bin auch ein Mensch, der eigentlich gerne in seiner Arbeit ist. Weil es ist ja so, ich bin ja mittlerweile auch in einer höheren Position, würde ich es einmal verlauten, denke ich. Und ja, es stimmt, was man sagt, je höher man in der Position ist, desto mehr wächst das Überstundenkonto auch mit an. Das stimmt zum einen. Aber zum anderen stimmt es auch, wenn du davon überzeugt bist, was du machst, dann bist du auch gerne dort, ne? Und dadurch, dass man mir einen gewissen, ich nenne es einfach mal Personalpool anvertraut hat, den ich verwalte und bewirtschaften, klingt zu böse, aber ist so, den ich da quasi so unter mir habe, und ich ja für diesen Pool verantwortlich bin, gehe ich dort gerne hin, und verwalte diesen Personalpool und bin für die Jungs da, wenn sie mich brauchen. Und deshalb bin ich auch ein Mensch, der sagt, boah, nee, Krankheit, das ist mir total zuwider. Ich muss für meine Jungs da sein. Und Mädels, habe ich auch. Ich muss für die da sein, weil wenn nicht ich, wer dann? Und das ist so ein Grund, warum ich auch gerne in die Arbeit gehe, ne? Ja, Stammel, Stotter. Illusion, falls du das hier siehst, ich bin auch noch zu gar nichts gekommen, dass ich einen Karton besuche, ne? Tausendmal sorry. Tausendmal sorry, aber ich krieg das hoffentlich zeitnah hin. Ich möchte nichts versprechen, was ich nicht halten kann. Drum hoffe ich es mal. So, ich hoffe, man hört den Hund nicht allzu laut bellen. Aber ich glaube, den stört das immer, wenn ich aufnehme, weil der kommt dann nämlich immer hier... Und vors Fenster und fängt dann an zu maulen. So wie, wow, wow, hör auf, wow, wow. Spiel lieber mit mir. Nee, du. Nummer 1 bist du nicht mein Hund. Nummer 2 ist außen jetzt bestimmt schon wieder kalt.
Nichts Genaues weiß man nicht. Da müsst ihr auf die App gucken. So, Freunde, aber 30 Minuten, sagt meine Uhr zumindest, wären jetzt so langsam um. Dann würde ich sagen, dann machen wir jetzt dann auch langsam so ein bisschen Feierabend, ne? Naja, es geht auch weiter. Also morgen oder übermorgen, eins von beiden, ne? Werdet ihr sehen. Jo. Dann bleibt mir eigentlich gerade mal nichts anderes zu tun, als ein Dankeschön daraus zu holen. Vielen lieben Dank, dass ihr da wart. Ich wünsche euch jetzt noch, egal welche Jahres- oder Tageszeit wir haben, ne, wünsche ich euch auf jeden Fall. Und ja, hoffe, ihr seid das nächste Mal auch wieder mit dabei, wenn wir hier Megamutzi weiterbauen. Jo, und bis dahin wünsche ich euch was. Macht es gut und Tschüssikowski.